Wir sprechen heute über Algo-Trading und wie man das auch als Nicht-Profi erfolgreich für seine Börsenstrategie nutzen kann. Zudem haben wir wieder zwei Top-Empfehlungen, Amazon und Palladium. Das alles heute bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Und über Algo-Trading spreche ich jetzt mit dem Portfolio-Manager André Stagge, zugeschaltet aus Frankfurt. André, grüß dich. Hallo. Kannst du vielleicht in einfachen Worten mal für alle erklären, was ist überhaupt Algo-Trading? Ja, das ist die uralte Frage, Mensch oder Maschine, wer soll die Order jetzt an der Börse ausführen? Früher war es so, da kann ich mich noch gut dran erinnern, im Fondsmanagement hast du all deine Orders per Telefon aufgegeben und an der anderen Seite saß ein Mensch. Heute hat sich ja durch die Digitalisierung sehr viel getan und Algo-Trading als Begriff ist gar nicht genau definiert. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass uns hier die Maschine ein Stück weit die Arbeit abnimmt. Das kann von ganz einfachem Order Routing, also die Weiterleitung an die Börse, bis hin zum ganzen Investmentprozess sein, dass eben ein Automatismus, ein Roboter für uns die Transaktionen an der Börse übernimmt und wir als Mensch quasi gar nichts mehr machen müssen, außer eben dem Roboter zu vertrauen. Ja, vielleicht dazu eine kurze Anekdote. Ich habe ja 3 Jahre an der New York Stock Exchange gearbeitet und von dort berichtet. Und da hat man natürlich von früher so die Bilder im Kopf in den Wall Street Filmen, wie da 1000 Trader übers Parkett gehen. Das hat man heutzutage ja auch nicht mehr so. Da sind vielleicht noch 200 übrig, weil die Maschinen eben den Mensch dann auch irgendwie nicht mehr, oder man braucht nicht mehr so viele Menschen, weil die Maschinen können eben so viel bedienen. Sind die Maschinen denn schlauer als der Mensch? Die New Yorker Börsenhändler würden immer sagen, sie haben das Wissen und das Gefühl, was vielleicht eine Maschine nicht so hat. Ist eine gute Frage und ich habe ja auch 2006 ein halbes Jahr an der Börse in Stuttgart gearbeitet und da hat sich natürlich auch in den letzten 15 Jahren sehr viel getan. Ich denke, so einfache Prozesse können von Maschinen doch deutlich besser und effizienter vollzogen werden, weil sie natürlich nicht die Emotionen haben und jeder Roboter ist ja auch nur so gut wie der Input, den man vorher bekommen hat. Im Durchschnitt glaube ich schon, dass automatisiertes Trading oder Expert Advisors, also diese Algorithmen, die dann eben auch an den Märkten aktiv sind, dass die besser sind als durchschnittliche Trader, weil sie einfach die Erfahrung nicht haben. Aber wenn du natürlich als Börsenhändler 20 Jahre auf dem Parkett warst, ich glaube, dann hast du auch ein anderes Gefühl. Und das können wir zum Glück den Maschinen noch nicht beibringen. Aber ich glaube, für viele Privatanleger kann eben so ein computergestützter Handel durchaus auch eine Perspektive sein und eben auch ein Stück weit das Leben leichter machen. Das heißt aber auch, jeder Anfänger kann im Prinzip schon Algo-Trading nutzen. Das ist das Tolle an der Digitalisierung. Im heutigen Zeitalter ist sowas tatsächlich möglich. Vor 10, 15 Jahren absolut undenkbar. Da war dieses algorithmische Trading ja wirklich nur was für Vollprofis an der Börse. Mittlerweile gibt es ganz einfache Programmiersprachen, die auch jeder sich selber beibringen kann. Es gibt ganz einfache Möglichkeiten, eben im Internet Server zu hosten und dadurch eben vollautomatisiert auch mit dem richtigen Broker zu kommunizieren. Das ist alles möglich. Es braucht ein bisschen Know-how, wenn man sich da nicht helfen lässt, aber theoretisch kann man heutzutage sogar schon den High-Frequency-Tradern Konkurrenz machen. In der Praxis ist es dann doch ein bisschen schwerer, aber man hat deutlich mehr Möglichkeiten als vor 5 oder 10 Jahren. Kannst du noch mal ganz klar sagen, was man denn überhaupt alles dazu braucht? Ja, also was man wirklich braucht, ist natürlich am allerersten die Software. Also man braucht irgendwo einen Programmcode, der für einen eben diese automatisierten Geschäfte übernimmt. Das heißt also nicht diskretionär zu traden und irgendwo in der Ordermaske bei Markets einzugeben, DAX oder Euro-Dollar Long, sondern es muss eine Software geben, die eben für dich automatisiert deine Handelsgeschäfte nach deinen Vorstellungen mit deiner Investmentstrategie umsetzt. Diese Strategie muss programmiert sein und sie muss eben auf einem Rechner laufen. Optimalerweise nicht auf deinem Rechner zu Hause, wenn der mal kaputt ist oder die Katze über die Tastatur läuft, dann hast du ein Problem. Das heißt, neben diesem Programmiercode brauchst du optimalerweise noch einen Server, also einen digitalen Raum, wenn du so willst, der für dich diese Strategie ausführt und dann brauchst du natürlich den richtigen Partner wie Markets, der entsprechend hier deine Trades auch für dich umsetzt und wenn du das hast, den Code, den Server und den Partner an der Börse, der diese automatisierten Transaktionen umsetzt, dann ist schon alles erledigt und dann musst du eben nur noch dieser Software vertrauen und entsprechend abwarten und gucken, wie sich deine Handelsstrategie automatisiert am Markt entwickelt. André, wir sprechen gleich weiter, wie man eben genau das dann macht und seine Strategien am Markt findet, aber zuerst schauen wir mal auf den Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, dann schaut doch gerne auf die kostenlosen Börsen-Webinare der Trading House Börsenakademie. Und André, du bist auch wieder mit dabei am 9. Februar. Was erwartet die Interessierten an dem Tag?
Ich darf noch mehr über das Thema sprechen. Ich darf vor allen Dingen auch tief reingehen und die Strategien, die hinter diesen ganzen Algorithmen stehen, auch erklären. Denn gerade Transparenz ist, finde ich, in dem Bereich sehr wichtig. Es heißt ein kostenloses Webinar, das heißt, es gibt keine versteckten Kosten oder irgendwie was. Genau, anmelden, dabei sein. Das Einzige, was du investierst, ist deine geschätzte Zeit. Aber ich kann versprechen, dass es sich lohnen wird. Ich gebe zumindest mein Bestes, um da eben eine Stunde voller Inhalt auch zu bieten, damit jeder dann seine Entscheidung selber treffen kann. Und muss man irgendwie ein Vorwissen mitbringen oder richtet sich das auch schon an Anfänger? Es richtet sich definitiv an Anfänger und das Schöne ist, wenn alles dann vielleicht doch etwas schnell ist, kannst du am Ende des Webinars deine Fragen stellen, die werden dann live beantwortet und damit hoffe ich dann auch, dass wir jeden abholen können. Also die Termine noch einmal am 9. Februar automatisierte Handelsstrategien mit André Stagge und am 18. Februar Börse für Einsteiger, das Webinar für jeden, der an der Börse agieren möchte, mit Ronny Bürger und Wolf Dreistein. Meldet euch am besten jetzt an unter trading-haus.de. André, lass uns doch jetzt über die Strategien mal sprechen. Welche kann ich denn mit Algo-Trading da nutzen? Theoretisch kannst du alles umsetzen, was in irgendeiner Form programmierbar ist. Das heißt, du musst es operationell klar machen, dass der Algorithmus, also der Computer, der Roboter am Ende versteht, was du da genau von ihm willst. Das kannst du mit gleitenden Durchschnitten machen, das kannst du mit neuen Höchstständen machen oder so wie wir das eben machen in meinem Algorithmus, dass wir sehr stark über zeitliche Dimensionen uns definieren und Kapitalmarktanomalien nutzen. Also hier bestimmte Verhaltensmuster der Märkte aufdecken und die kontinuierlich auch entsprechend für uns nutzen. Welche das genau sind, werde ich im Webinar besprechen. Das ist jetzt hier mit der Zeit etwas knapp, denn du sollst natürlich auch genau die Strategien verstehen, wie der Algorithmus dann an den Märkten auch agiert. Es klingt ja schon ein wenig aufwendig. Kann ich das, sage ich mal, als Hobby-Trader neben meinem eigentlichen Beruf auch noch machen? Muss ich mich sehr viel damit beschäftigen? Das ist die Frage, wenn du alles selber machen möchtest, dann ist es natürlich schon schwierig. Du musst eine Programmiersprache lernen. Du musst wissen, wie du eben diese Programmiersprache auf den Server bringst. Du musst eben die Verbindung zum Broker haben. Also da braucht es schon einiges an Know-how. Auf der anderen Seite, das Schöne ist eben auch, wenn du jemanden nutzt, der diese Software schon programmiert hat und die dann eben entsprechend auch für dich sogar hostet und dann auch kontrolliert, dann ist es wirklich so, dass du am Ende gar nichts mehr brauchst, sondern einfach nur das Vertrauen in die Strategien, die möglichst auch transparent sein sollten. Und wenn du eben das Vertrauen hast, kannst du eben diese einfachen Anomalien ausnutzen. Du kannst über diese Roboter schon am Markt agieren. Dazu braucht es heutzutage eben nicht besonders viel, wenn du eben die Software dann einfach nutzt, die wir eben auch bereitstellen können. Ist das denn teuer, wenn man das ja beginnen möchte? Das ist immer eine Frage, was teuer und was billig ist. Ist auf keinen Fall umsonst, denn da steckt eine ganze Menge Know-how drin. Da ist das Monitor drin, der Server ist mit drin. Aber ich kann schon so viel verraten. Der Preis ist in der Regel deutlich günstiger als zum Beispiel einem Börsenbrief und viel günstiger als bei Fonds. Durch die Digitalisierung kann man eben Software auch sehr schön klonen. Und damit sind eben die Kosten, die man hier hat, deutlich geringer als an anderen Stellen in der Finanzindustrie, wo man eben auch andere Dinge berücksichtigen muss. Deswegen ist es relativ fair. Und wen es genau interessiert, der kann sich gerne fürs Webinar anmelden. Da werden wir über die Kosten auch detailliert sprechen. Sagt der Portfolio-Manager André Staggelt. André, danke dir für diese ganzen Einblicke nach Frankfurt. Danke. Und wir schauen jetzt auf die Top-Empfehlungen. Und wir schauen als allererstes auf Amazon. Der US-Händler hat in dieser Woche Zahlen vorgelegt. Und man kann sagen, das Unternehmen gehört ganz klar zu den Gewinnern der Krise. Seit dem Höhepunkt Anfang September und einem Verlaufshoch bei 3.546 US-Dollar konsolidiert Amazon grob seitwärts. Das Ganze jedoch in einem symmetrischen Dreieck. Die Analysten sehen hier eine Long-Chance. Alle Zeichen stehen auf weiteres Wachstum in der Amazon-Aktie. Ein Ausbruch auf mindestens über 3.370 Dollar könnte den Stein ins Rollen bringen und sofortige Zugewinne an die Oktoberhochs bei 3.494 hervorbringen. Darüber würde schließlich ein Test der Rekordstände sehr wahrscheinlich. Mittelfristige Ziele sind um 3.833 ableitbar. Zwischen 2018 und 2020 steckte das Industriemetall Palladium in einer steilen Rallye und konnte im Zuge dessen von 834 auf 2.786 US-Dollar zulegen. Der Corona-Crash zwang den Wert zeitweise aber auf 1.353 Dollar wieder abwärts. Das Interesse der Händler ließ anschließend aber merklich nach. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Short-Chance.
Einstiegsvoraussetzung für ein Short-Investment stellt ein nachhaltiger Bruch von 2.200 US-Dollar beim Palladium Future dar. Erst in einem derartigen Szenario dürften weitere Abschläge auf 2.020 US-Dollar folgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.